An unterschiedlichen Orten feiern wir gemeinsam Andacht. Heute nicht aus der Stadtkirche in Bad Hersfeld, sondern aus der Bauernbarockkirche in Nentershausen. Seien Sie herzlich willkommen. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten mit Worten Israels aus dem 121. Psalm. Ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Hilfe für mich, die kommt vom Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. Der über dich wacht, schläft nicht. Sieh doch, der über Israel wacht, der schläft und schlummert nicht. Der Herr wacht über dich. Der Herr ist dein Schutz. Er spendet Schatten an deiner Seite. Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Bösen. Er wacht gewiss über dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und Kommen von heute an bis in alle Zukunft. Amen. Ich lese uns Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten, ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Amen. Es ist Frühling. Ich sitze im Garten, die Sonne scheint. Die Kinder spielen um mich herum. Ich schließe die Augen. Ich träume mich in eine andere Welt. Um mich herum zwitschern die Vögel. Ich rieche das frisch gemähte Gras. Die Sonne wärmt mich. Es könnte so schön sein in diesem Frühjahr. Ich öffne die Augen und bin wieder da. Inmitten dieser Realität, inmitten dieser Krise. So gerne würde ich rausgehen, den Frühling genießen, gemeinsam mit anderen in den Park oder in den Biergarten, mit den Kindern auf den Spielplatz. Aber das alles geht zurzeit nicht. Sorgt nicht um euer Leben. So haben wir es von Jesus gehört. Es wäre so einfach, nicht zu sorgen. Ich sitze immer noch im Garten. Die Narzissen öffnen ihre Blüten. Die Primeln zeigen ihre Farbvielfalt. Und auch die Forsythie zeigt ihre ersten gelben Blüten. Die Natur kehrt zurück aus ihrem Winterschlaf. Neues Leben erwacht. Es wird Frühling. Sorgt euch nicht. Auch diese Krise werden wir überwinden. So höre ich es von Jesus, der zu mir spricht. Sorge nicht. Nimm wahr, was um dich herum geschieht. Handle besonnen und vorsichtig. Verfalle nicht in Panik. Tätige keine Hamsterkäufe. Ich sorge für dich.
hab keine Angst. Schau auf die Wiesenblumen, wie sie wachsen und blühen. Liebe wächst auf, die längst erstorben schien. Hoffnung stellt sich ein. Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass das Leben weitergeht. Auch wenn wir momentan mit vielen Einschränkungen leben müssen. Gott ist da. Er sorgt für uns. Lenkt unsere Perspektive nach vorne. Weg von Leid und Tod. Hin auf den ersten Ostermorgen. Auf seine Auferstehung. Deshalb bleibt behütet und vor allem gesund. Gott sorgt für euch. Amen. Wir beten. Barmherziger, gnädiger Gott und Vater, ich sage dir Lob und Dank, dass du Tag und Nacht geschaffen hast, den Tag zur Arbeit, die Nacht zur Ruhe. Ich lobe und preise dich in allen deinen Wohltaten und Werken, dass ich durch deine Gnade und Schutz den vergangenen Tag beenden und die Last und Plage überwinden und zurücklegen kann. Es ist genug, lieber Vater, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Du hilfst ja immer, eine Last nach der anderen abzulegen. Ich danke dir für all das Gute, das ich diesen Tag von deiner Hand empfangen habe. Ich danke dir auch für die Abwendung von Gefahr, dass ich unter dem Schatten des Höchsten und dem Schirm des Allmächtigen vor allem Unglück behütet geblieben bin. Segne mich, dass dein Name und Gedächtnis in meinem Herzen bleibt. Behüte mich vor schrecklichen Träumen. Sei du Gott mein Schatten über meiner rechten Hand, dass mich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Wecke mich wieder auf zu deinem Lob, dass ich mit neuen Kräften dir dienen möge. In der Stille bringen wir unsere Anliegen vor Gott.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So behüte uns Gott vor allem Übel. Er behüte unsere Seele. Er behüte unseren Ausgang und unseren Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.